Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Amnesia. Und ich glaube, es ist Folge 12. Jo, wir sind endlich von diesen ekligen Wassermonstern entkommen. Und nun müssen wir uns hier noch immer... Ja, wir müssen uns trotzdem unseren Weg weiter bahnen. Und wir können schon erkennen, wenn wir so halbwegs durch die Tür gucken, dass da eigentlich lang geht. Auf die Tür. Kacke. Mach die scheiß Tür zu. Mach die scheiß Tür zu. Oh, scheiße. Oh je, oh je, oh je. Wir nehmen mal hier besser so ein... Eine Wunde blutet. Ja, beide Laudanen. Ey. Wo muss ich denn hin? Ach Leute. Guck mal, wie irrer hier lang rennt, ey. Und das dürfte ich natürlich aufhalten, oder nicht? Wo muss ich denn hin, verflucht? Ich kann einfach mal weiter. Ich glaube, diese Türen halten nicht sonderlich viel auf. Oh, scheiße. Ich bin raus aus diesem fucking Wasser, ey. Geht's denn hier raus? Scheiße. Ja, ja, ist ja gut. Ich bin ja so weg. Kinderall, oh. Er fühlte wie aufs offene Meer getrieben wurde. Der lackierte Rumpf der SS Hortensia glänzte im sanften warmen Gelb der untergehenden Sonne. Er wandte seinen Kopf zum ruhigen Ozean in Richtung der portugiesischen Küste und fragte sich, ist das wieder ein Traum? Ja, das frage ich mich auch gerade, denn ich sitze hier schon wieder und... Boah, geht dir ja echt so... Oh, endlich raus aus dem Scheiß. Halleluja. Und hier ist auch Licht. Ja, schön. Hey, das sieht aus wie... Das sieht wichtig aus. Wo sind wir hier? Ach, ist das hier dieses innere Heiligtum-Gedöns oder was? Ich weiß es nicht. Was ist das? Diese Tür geht auf, dann geht... Hier bestimmt auch auf, oder? Nee, hier liegt eine Leiche. Kann man sogar grapschen, ich weiß aber nicht, was es anbringen soll. Ja, das sieht sehr nach innerem Heiligtum aus. Ja, und da ich keine Ahnung habe, wo ich hingehen soll, wir hätten hier jetzt 1, 2, 3, 4 Möglichkeiten. Oder ich könnte auch wieder zurücklatschen, was allerdings, glaube ich, nicht so viel Sinn macht. Werde ich doch dahin gehen, wo mich meine Maus hingeführt hat. Solange dieser Kollege hier nichts dagegen hat und gleich aufsteht. Aber nein, das ist irgendeine abgebrochene Statue oder sowas. Sieht jedenfalls nicht sehr organisch aus. Puh. Oh, ich bin nur mal ganz aufgewühlt von diesem Wasserzeug gerade eben. Wo kommen wir denn hier hin? Das sieht doch alles sehr idyllisch aus. You have an ascending room. Will it take us to the inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum at Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer. And in the other direction. Ah ja, ich weiß, ich gehe gerade zurück, aber lieber die Türen, die sich verschließen, man weiß nie. Wie sieht's eigentlich mit einigen Schnittwunden und blauen Flecken? Ja, okay, das geht noch. Öl haben wir auch schon wieder weniger als die Hälfte. Aber unser geistiger Zustand ist mal glasklar, das ist cool. Haben wir vielleicht in unseren Mementos was Neues? Nein, keine Mementos vorhanden. Tagebücher haben wir alles Mögliche gefunden. Die Rückkehr, da fehlt uns eins. Algerien auch, das hätte ich ja gerne noch gelesen gehabt. Wieso haben wir eigentlich zweimal Algerien? Das raff ich gerade nicht. Achso, das sind die... Ah, achso, nee. Ach, das sind die so... Nee, dann sind ja alle komplett hier. Das sind ja alles die gleichen. Ja, ich laber scheiße, ich weiß. Notizen. Achso, das waren einfach nur die, die wir schon aufgesammelt hatten. Gut. Ja, dann gibt's nichts weiter. Okay. Also wir sind doch noch nicht im inneren Heiligtum.
ich mich, was der ganze Kram hier soll. So, das sieht sehr nach einer Tür aus, die in ein anderes Gebiet führt. Ja, Maschinenraum. Werde ich reingehen, wenn ich hier nichts weiteres finde. Sieht ja mal stark hier aus, ey. Das ist cool. Das ist echt cool. Was ist denn, ey, kann man Ketzer hier auspusten? Nee, natürlich nicht. Die Frage ist, was passiert, wenn ich da jetzt reingehe? Ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das ist also der Elevator, von dem sie sprachen. Ach, und ich jede Wette. Ja, ich glaube, ich habe schon kapiert. Der funktioniert doch jetzt bestimmt nicht. Ja, war klar. Und deswegen müssen wir auch erst in den Maschinenraum, damit wieder Saft drauf geht und tralala. Dann macht das natürlich Sinn. Wir können auch mal in unserem Momentum rein. Finde heraus, wenn man den Motor startet, den Aufzug in Gang setzt. Natürlich. Es konnte nichts halt so mal funktionieren, wie es funktionieren soll. Kennt man ja auch. Oh, und es ist auch noch abgeschlossen. Hervorragend. Finde den Schlüssel, der die Tür zum Maschinenraum entriegelt. Ja, herrlich. Einfach wunderbar. Ich freue mich darauf, dass wieder nichts geht. Ja. Studierzimmer, okay. Gästezimmer, nee, ich glaube, da ist er eher weniger drin, also was Gästezimmer und so. Und was haben wir hier? Eine normale Tür. Wo geht's denn hier hin? Das ist auch noch ein anderes Gästezimmer. Das ist ein richtiger Knotenpunkt hier, ey. Hier geht's ja an Lagerraum. Die Frage ist, gehen wir jetzt in den Lagerraum oder gehen wir mal ins Studierzimmer? Ich werde erstmal... Erstmal ins Studierzimmer gehen? Ich weiß nicht. Ich weiß, ich trödel auch schon wieder gerade unheimlich rum. Oh, schau an. Aber hier haben wir erstmal noch was. Haben wir völlig vergessen. Ja! Geil! Das können wir auch gleich mal verwenden. Öl ist doch immer hervorragend. Wie viele Zunders haben wir? 19. Das sieht auch sehr gut aus mit unserem Vorrat. Und haben wir hier vielleicht auch noch... Ich komm schon, ganz gleich ein bisschen weiter. Nein, nein, nein. Aber eine Vase. Mal gucken, was passiert, wenn wir sie zertrümmern. Ach, kommt nichts raus. Seltsam. Hätte ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Ja, und ich denke, ich werde dann auch erstmal ins Studierzimmer gehen. Ja, da werde ich zuerst reingehen. Aber das mache ich auch in der nächsten Folge. Kann sein, dass die jetzt ein bisschen kurz war. Aber, ja. Ich glaube, das wird das Beste sein, wenn ich sie abbreche und dann mit der nächsten so schön ins Studierzimmer einsteige. Insofern, ja, war sie vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich hoffe, es hat trotzdem irgendwie so ein bisschen Übergang gebracht und das habe ich gesehen. Ne? Und ja, deswegen wünsche ich euch alles Gute. Auf zur, bis zur nächsten Folge. Macht's gut und ciao.